Kapitel 62 – Sorgen. Die Sommerferien waren für die kleine Familie entspannend. Sie luden ihre Energien auf und ließen ihre Seele baumeln. Auroras Geburtstag feierten sie mit ihren Freunden und mit Hermines Eltern. Harry brachte Teddy mit, der erste Freund von Aurora. Sie spielten im Sandkasten und planschten mit dem Wasser, das Hermine ihnen zur Verfügung gestellt hatte. Es gab eine große Torte und viele Geschenke für das kleine Hexenkind. Die Sonne schien warm, aber durch die seichte Brise vom Wasser war es angenehm kühl. Hermine stand bei den Kindern, sie sah ihnen zu, wie sie miteinander spielten, als Severus an sie herantrat. »Setz dich doch zu uns«, flüsterte er leise zu. Hermine lächelte ihn an und nickte. Hermine und Severus begaben sich zu ihren Gästen. Severus musste grinsen, wenn er an diesen Tag vor einem Jahr dachte, der Tag, an dem Hermine ihn sein Kind diesen wundervollen Schatz geschenkt hatte. Luna und Neville kamen etwas später. Sie betraten den Garten und begrüßten zuerst das Geburtstagskind. »Schau, Aurora, wir haben dir etwas mitgebracht.« Luna überreichte Aurora ein eingewickeltes Geschenk. Gemeinsam mit Teddy riss sie das Papier ab. Es schien, als machte ihnen das Papier der Verpackung mehr Spaß als der Inhalt. Luna lachte und zog Neville mit sich zum Geburtstagstisch. Nach diesem Tag kehrte dieser ersehnte Ruhe ein und die wahren Ferien begannen. Hermine und Severus kehrten nach Hogwarts zurück, während sie am Abend in der großen Halle saßen und darauf warteten, dass die neuen Schüler hineingeführt wurden, schlief Aurora bereits. Hermine hatte in einem Buch einen Zauber zur Geräuschübertragung gefunden, den sie für sich als Art Babyfon benutzte. Aurora schlief friedlich in der Kerkerwohnung, während ein junges Hauselfenmädchen auf sie achtete. Severus wirkte schlecht gelaunt, dachte Hermine in sich hineinlächelnd. Warum nur immer so eine Maske aufsetzte, war ihr ein Rätsel. Er jedoch war ein herzlicher und freundlicher Mensch, zumindest wenn er wollte, aber es war ihm ein Graus, so gesehen zu werden. Hermine ergriff seine Hand und lächelte ihn an. Es waren bereits 8 Wochen vergangen, seit sie den Trank nicht mehr nahm, und trotzdem war sie immer noch nicht schwanger. Hermine hatte damit gerechnet, dass es schneller ging, zumal sie und Severus ein sehr aktives Sexualleben führten. Sie machten sich immer mehr Gedanken, ob etwas nicht mit ihr stimmte. Der Trank durfte schon lange keine Wirkung mehr haben. Körperlich war sie gesund und sie hatte ja bereits ein Kind zur Welt gebracht. Severus, der ihre Gedanken ahnte, drückte ihre Hand leicht, während er weiter starr in den Saal sah. Hermine stand in der Tür ihres Klassenraumes. Sie begrüßte die Schüler gerne zum Beginn der Stunde persönlich. Eine Reihe von 6 Klässlern ging nach und nach an ihr vorbei und alle begrüßten sie gut gelaunt. Es fehlten nur noch 3 Schüler, aber da sie sich verspäteten, schloss Hermine die Tür und ging in den Raum. Sie stellte sich vor den Pult und sah ihre Klasse an. »Wo waren wir vor den Ferien stehen geblieben?«, fragte Hermine freundlich. Einige Schüler meldeten sich. »Miss Malamud, bitte!« Nachdem Hermine dem jungen Mädchen das Wort erteilt hatte, berichtete diese, womit sie das letzte Schuljahr beendet hatten. Hermine nickte. »Richtig. Also haben wir versucht, einen Gegenstand, in unserem Fall einen Apfel, in ein Tintenfass zu verwandeln. Gab es Besonderheiten?« Wieder meldete sich das Mädchen. »Miss Malamud, wir geben Ihren Mitschülern noch eine Chance und wenn Sie es nicht wissen, berichten Sie uns darüber, okay?« Das Mädchen lächelte und nickte. »Nun, außer Miss Malamud, weiß es niemand?« Plötzlich ging die Tür auf und die 3 fehlenden Schüler betraten die Klasse. Hermine sah auf die 3. »Wie schön, dass Sie noch an meinem Unterricht teilnehmen wollen.« Hermines Stimme war seidig, aber ein Tadel war zu hören. »Es tut uns leid, Mrs. Snape, aber Greta ging es nicht so gut und sie musste etwas an die Luft.« Greta, ein Mädchen mit dem Hang zur Tollpatschigkeit, stand mit verweinten Augen hinter ihren Freundinnen. »Was ist passiert?« Hermine sah Greta direkt an, die aber nur den Kopf schüttelte. »Sie 3 können sich setzen.« Dann richtete Hermine das Wort direkt an Greta. »Ich möchte Sie nach der Stunde sprechen, Miss Green.« Hermine lächelte erneut in den Klassenraum hinein. »So, Miss Malarod, dann erzählen Sie bitte.« Nach den Ausführungen von Miss Malarod ergriff Hermine wieder das Wort. »Bitte nehmen Sie Ihr Buch zur Hand und schlagen Sie Seite 147 auf. Lesen Sie den Text aufmerksam und in 5 Minuten werden wir ihn dann besprechen.« Die Schüler schlugen alle ihre Bücher auf und Hermine setzte sich an den Pult.
Es war ruhig im Klassenraum und Hermine wartete die gegebene Zeit ab. Als die Zeit vergangen war, ließ Hermine sich den Inhalt zusammenfassen und meinte dann, »Sollten Sie Fragen haben, dann bitte. Ich werde sie gerne beantworten. Wenn nicht, werden wir nun etwas mit unseren Zauberstäben wedeln. Und diese Bananen?« Hermine deutete auf einen Korb auf den Tisch. »Versuchen, sie in Besen zu verwandeln. Achten Sie genau auf die Haltung Ihres Zauberstabs. Nun kommen Sie, nehmen Sie sich eine Banane.« Hermine ging durch die Reihen und stellte fest, dass es niemanden auf Anhieb gelang, die Banane zu verwandeln. »Lassen Sie sich nicht unterkriegen«, bestärkte sie. Hermine erklärte, gab Hilfestellungen und Bestätigungen. »Ich würde natürlich noch gerne weiterhin Obst mit Ihnen verwandeln, aber leider ist die Stunde nun rum. Räumen Sie bitte auf und Miss Green, Sie kommen zu mir.« Die junge Schülerin stand vor Hermine. »Was ist passiert?« Greta Green antwortete Hermine mit gesenktem Blick. »Es ist alles in Ordnung, wirklich.« Hermine kniff die Lippen zusammen und rollte die Augen. »Wenn ich Sie so ansehe, dann glaube ich Ihnen nicht.« Greta schwieg. »Soll ich Professor Snape fragen?« Hermine wusste, dass diese Klasse zuvor bei Severus Unterricht gehabt hatte. Greta schüttelte den Kopf. Hermine seufzte. »Greta, Sie sind so nett, aber bitte, es ist mir unangenehm.« »Wenn du Probleme hast, kannst du jederzeit zu mir kommen.« Greta nickte. »Dann geh jetzt.« Am Abend, als Severus bei Aurora saß und Bausteine für sie auf den Turm schweben ließ, sprach Hermine ihn auf Greta an. »Sie hatte meiner Klasse nichts verloren. Sie ist ein Rechter, einfach gestrickt. Und was ihre Tollpatschigkeit angeht, toppt sie sogar Longbottom. Und hätte nie gedacht, dass das überhaupt noch möglich ist.« »Aber was ist heute passiert? Sie kam zu spät zu meinem Unterricht. Vermutlich meinst du, dass es nicht so schlimm ist.« »Bei dem Fach aber, ich finde es wirklich ziemlich blöd und Greta war wirklich fertig.« Severus seufzte. »Sie hat die Arbeiten von 5 Schülern heruntergerissen. Hätte ich nicht eingegriffen, wäre die Arbeit einer Stunde hinüber.« Hermine setzte sich auf seinen Schoß. »Sei doch etwas netter zu ihr.« Severus sah sie ungläubig an. »Vielleicht gratuliere ich dir demnächst und verteile Punkte«, meinte er triefend vor Ironie. »Ach, nimm mich ernst, Professor.« Severus sah sie mit lachenden Augen an. »Natürlich.« Hermine küsste Severus, als Ginny aus dem Kamin trat. »Ginny!« Hermine stand auf und umarmte ihre Freundin. »Was tust du hier?« »Ich muss mit dir reden.« Hermine nickte und stand auf. »Severus, ich gehe etwas mit Ginny spazieren.« Severus nickte und wandte sich wieder den Baustein zu. »Also?« Hermine sah Ginny neugierig an. »Was ist los?« Ginny fing an zu schluchzen. Irritiert nahm Hermine ihre Freundin in den Arm, um sie zu trösten. »Ginny, was ist denn los?« Tränen kullerten über Ginnys Wangen. »Harry hat gefragt, ob ich ihn heiraten möchte.« »Das ist doch toll.« »Aber ich habe Nein gesagt.« Völlig verstört sah Hermine Ginny an. »Aber warum? Liebst du ihn denn nicht mehr?« Ginny schüttelte den Kopf. »Natürlich liebe ich ihn. Ich habe ihn vom ersten Tag an geliebt.« Hermine drückte ihre Freundin an sich. »Aber dann verstehe ich nicht wirklich, Ginny. Erklär's mir bitte.« »Er hat es gefragt, als ich ihm davon erzählt habe, dass wir auch ein Kind bekommen. Erst dann. Also macht er es nicht wegen mir, sondern wegen des Kindes.« »Du bist schwanger?« Ginny nickte. »Ich glaube, es ist bei eurer zweiten Hochzeit passiert.« »Ach, Ginny, bitte sprich noch einmal mit ihm. Ich denke nicht, dass er dich nur wegen des Kindes heiraten möchte.« Harry trat aus dem Kamin. »Ist Ginny hier?« Severus sah ihn an. »Setz dich, Potter.« »Ist sie hier?« Severus seufzte. »Sie ist mit Hermine an der Luft. Jetzt setz dich. Was ist los?« Harry setzte sich und Severus stand vom Boden auf, um in einen Sessel Platz zu nehmen. »Professor?« Severus nickte. »Ich verstehe Ginny nicht.« Severus sah Harry fragend an. »Und ich verstehe dich nicht, Potter. Was ist vorgefallen? Wir können reden oder schweigen.« »Reden«, erklärte Harry fest. »Dann rede.« Harry berichtete vom Antrag,
der ganz anders verlaufen war, als er sich erhofft hatte. Dass sie weggelaufen sei und Harry wusste nicht, was er nur falsch gemacht hatte. Severus stand auf. Feuerwhisky. Harry nickte und nahm ihn dankend entgegen. »Wie läuft es denn bei euch?«, fragte Harry. »Alles gut, Potter.« Dabei dachte Severus daran, wie sehr Hermine sich Gedanken über die ausbleibende Schwangerschaft machte, wobei sie ja erst seit 2 Zyklen versuchten. Er hatte Harry geraten, mit Ginny zu reden, und auch er musste mit Hermine reden. Severus würde ihr erklären, dass sie ein wunderbares Kind hatten, und wenn es mit einem zweiten nicht klappen sollte, dass es am bestehenden Glück nichts änderte. Sicherlich wäre ein weiteres Kind wunderbar, aber wenn nicht, dann eben nicht.